Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Farbvideo von uns. Woo! Ich liebe diese Videos, ja, und heute ist die Farbe Schwarz? Braun. Schwarz? Nein, nein. Wie? Braun ist heute dran. Ich dachte, weil du schwarze Sachen schon anhast, ist heute schwarz dran endlich. Nein, ich werde mich gleich jetzt noch umziehen, aber alles in diesem Video. Ich weiß auch nicht, wieso wir es in Braun drehen, aber naja, jetzt ist es so. Demnächst wird dann einfach nochmal schwarz oder rot oder was ihr auch immer wollt kommen. Aber auch wenn die Farbe nicht so cool ist, wir haben heute dafür was richtig Cooles vor, ne? Genau, ich werde nämlich heute mal nicht mit Heißling reiten, so wie sonst immer. Sondern ich werde heute zum Springtraining fahren und deshalb sind wir auch ein bisschen im Stress, denn in einer halben Stunde geht es schon los. Werfe mich am besten einfach ab mit dieser braunen Reithose und diesem Oberteil. Also entweder ziehe ich diesen Pullover an von Tom, der ist mir aber echt zu groß, oder ich ziehe diesen braunen Pullover an, aber der, naja, ist glaube ich nicht so gut zum Reiten gedacht, oder ein anderer, aber der ist nicht so richtig braun. Ich würde einfach sagen den, wir probieren es mal aus. Bist du ready? Ja. Eins, zwei, drei. Nice. Also ich finde, hier steht der Pulli von mir. Ja? Den kannst du ruhig anbehalten. Dann lasse ich den jetzt an. Aber ich will den nachher wieder haben und der soll nicht nach Pferd stinken, Hella. Naja, ob das möglich ist, das weiß ich jetzt noch nicht. So, dann ziehe ich mir meine Jacke an, die ich mir von meiner Mutter geklaut habe. Und die auch nicht dreckig werden soll. Mal sehen, ob das klappt heute. Ihr merkt schon, ich habe keine Sachen. Vor allen Dingen sind hier so Hundeleckerlis drin. Okay, die lasse ich jetzt hier. Hella, weißt du schon, welche Schuhe du heute anziehst? Ja. Welche denn? Meine Axt. Nein, ich habe dir andere besorgt. Deine Birkenstocks kannst Nein, du schon zum Reiten anziehen. Nein, die zieh ich nicht an. Natürlich, die sind braun. Sind deine Axt braun? Ja. Okay, dann hast du Glück gehabt. Die sind ja auch braun, würde ich sagen, ne? Okay, das geht durch. Jetzt muss ich meine Haare natürlich auch noch einfärben mit diesem Ansatzspray und kaschiert den Ansatz. Und ich denke mir so, ich tue das in meine Spitzen. Naja. Yes, oh, das funktioniert aber gut. Das riecht mega gut. Oder? Riech mal dran. Sieht aus als, naja. Als hätten deine Haare im Klo gehangen. Oh, in meinen Haaren sieht es irgendwie nicht so gut aus, habe ich das Gefühl. Ich bin echt gespannt, was dein Trainer sagen wird. Der hält mich eh schon für komplett bescheuert, also alles gut. Sicher, dass das rausgeht, Hella? Ich hoffe. Hast du es nicht durchgelesen? Nein, ich hatte keine Zeit. Ich habe das einfach ganz schnell mitgenommen. Schade, dass ich jetzt keine braunen Haare habe. Das würde viel besser passen. Dann lass mich mal eben schauen, ob das rausgeht. Wetter- und schweißfest. Ist doch gut, wenn ich schwitze. Du hättest mal vorher noch ins Sonnenstudio gehen sollen. Dann wärst du auch ein bisschen braun geworden. Wie frech ist das denn? Eine Sache fehlt doch noch. Du hast jetzt halt hier schon was Braunes im Gesicht, als hättest du das in deinen Händen gehabt. Jetzt hast du noch mehr Braun im Gesicht. Ah, hör auf! Was hast fehlt du noch? Nicht noch was für mich, ja, Tom? Wir haben es im letzten Video vergessen. Das kann halt nicht sein. Und zwar natürlich die Schleife. Ach, Tom, das die darf nicht fehlen. Aber ich würde sagen, du kriegst diese hier. Die aber die sieht Gollum. Mehr braun aus. Aber die kriegt Gollum. Okay. Gollum soll beim Springen auch eine Schleife im Haar haben. So. Tada! Du siehst aus wie ein Geschenk. Vielleicht bin ich ja auch ein Geschenk des Himmels. Oh mein Gott. Okay, ich würde sagen, wir fahren jetzt los, oder? Yes. Ab in den Stall, den Gollum von der Koppel holen. Gut. Das heißt so gut. Ja. Mein Pferd hat einfach absolut keinen Bock auf mich. Gollum. Er hat mich genau gesehen und mich gerade angeschaut und ist dann weggegangen. Süße Maus, ich habe sogar Leckerchen in Braun für ihn. Also dein Outfit sieht heute sogar mal stylisch aus. Wie praktisch. Da steht er schon direkt neben seinem Weidepartner. Best Friends. Hallo! Sein Blick so? Oh nein, was machen wir heute schon wieder? Hi! Oh, ihr zwei Süßen. Die passen auch voll gut zu dem Video. Er ist hellbraun und er dunkelbraun. Das stimmt. Gollum kriegt nämlich jetzt hier sein schönes Lederhalfter von Kentucky auf. Nice. Aber seine Schuhe musst du ihm noch umziehen. Die sind irgendwie schwarz. Oh ja, die müssen ganz schnell ab gleich. Aber wenigstens mal eine Farbe, die Gollum und dir steht. Ja, ne? Findet ihr, mir stehen braune Haare? Soll ich das jetzt immer so tragen? Nein. Also von Ansatz an? Also es steht dir von den ganzen Farben am besten, muss ich sagen, aber nein. Ihr lauft sogar auf einem braunen Weg. Also heute passt wirklich alles zum Video. Ich glaube, das ist auch eins der ersten Videos, wofür du so gut wie gar nichts gekauft hast, oder? Ja, die meisten Sachen habe ich ja schon in braun. Außer das Haarspray. Ja, stimmt. Also dieses Ansatzspray habe ich jetzt nicht zufälligerweise zu Hause, aber ansonsten hatte ich eigentlich alles da. Eine Schabracke in braun, Sattel in braun. Weißt du, was du vergessen hast? Was denn? Deine Nägel braun zu lackieren. Oh, und ich habe mir sogar extra Nagellack noch gekauft. Das ist nicht mein Ernst. Ah.
Du musst die einfach gleich in den Pferdehaufen stecken, dann sind die auch braun. Das mache ich auf gar keinen Fall. Aber du hast so braune Handschuhe. Ja, stimmt. Hast du die zu Hause oder hast du die dabei? Die habe ich, glaube ich, zu Hause in meiner anderen Jacke. Ah, ich hole dir die noch. Echt? Ja. Wow, Gollum, du hast das Video verstanden. Alles in braun. Woo! Super, ganz fein. Sehr schön. Er hat das Video so gut verstanden. Ich bin jetzt wieder beim Auto und sie hat einfach so Glück, sie hat ihre Handschuhe in ihre Jackentasche getan. Und die Jacke liegt hier noch im Auto. Muss ich doch nicht nach Hause fahren. Ich habe hier diese Animalon-Bürsten. Die sind natürlich mega gut, weil die natürlich in braun sind. Darf ich die auch benutzen? Weil ich meine, die Seite ist eh schon so schmutzig. Ja, alles was braun ist, die sind doch alle braun. Ja, das auch. Und das hier, ist es lila oder braun? Braun. Heute ist es nur braun. Okay. Leider habe ich keine Rundbürste, also so einen runden Striegel. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Und jetzt fange ich direkt mit einer Wurzelbürste an. Ach, fast vergessen, die Glocken abzunehmen. Oh oh. Soll braun das Motto? Julia. Wow. Wow. Ich muss jetzt gleich auch schnell mal die Sachen in den Anhänger tun. Ist das denn noch alles braun? Ich sehe schon eine blaue... Ja, Decke. Die Schutzdecke. Aber ansonsten ist alles braun. Gut. Ja, bist drauf, ne? Gut. Auf einem schwarzen Anhänger, du Armer. Ich quetsch mich hier voll ein. Oh, oh. Okay, dann mach schnell los. Hast du alles? Ja, und ich habe gerade einen Blick auf die Uhr geworfen. Es ist so spät, in einer halben Stunde müssen wir abgeritten da sein. Was? Wir fahren noch 20 Minuten. Und so. Wir müssen noch Tassi abholen. Aussteigen. Und ich mache jetzt erstmal das Tor auf. Wir sind bei Tassias Stall angekommen, da steht sie auch schon. Und ihr Pferd ist auch braun, es darf heute mitfahren, aber Tassia nicht. Oder doch, nur Tassia ihr Oberteil. Tassia, du musst dir eine andere Hose anziehen, heute ist alles in braun. Ich habe keine andere Hose. Also das passt ja, das Oberteil, aber das untere nicht. Nein, oh, das ist echt schlimm. Ja, diese Haare, das sieht aus. Oh, hallo. Ja. Geh weiter. Ja. Jo. So, Klappe zu. Wir sind angekommen. Woo. Oh, wie süß. Du bist auch ein bisschen braun, ne? Am Kopf. Okay, dann mal los. Tassia, dein Pferd hat das Video auch verstanden und hat direkt was Braunes hinterlassen. Sehr gut. Soll ich jetzt lachen? Okay, runter mit dir, Gollum. Hast du Barney schon ab? Ja, Barney habe ich auch schon ab. Komm. Runter mit dir. Guter Junge. Hattest du die Decke überhaupt schon mal drauf? Das ist die, die Nein. wir bei dem Döster-Video gekauft haben, ne? Ja, ich hatte die noch nie drauf. Oh, da kommt ein Pferd schon drauf. Gollum, dir fehlt ja noch ein Accessoire. Gibt gar nicht. So, sehr schön. Oh. Tassia, möchte dein Pferd auch eine Schleife? Heute. Wie komisch. Heute einmal nicht. So. Heute mal nicht. Du machst ihn einmal aus. Ich habe dir auch noch einen braunen Snack mitgebracht, falls jemand möchte. Ja. Das ist ja so jetzt. Tassia hat sich auch eigentlich in braun angezogen. Erstmal hat sie ihre Haare braun gefärbt. Ach nee, die waren ja schon vorher braun. Warum zitterst du so? Nein, ich will nicht. Ist dir kalt? Die ist einfach so komisch. Nein, sie zittert einfach nur, weil sie merkwürdig ist. Sie ist aufgeregt, glaube ich, weil sie gefilmt wird. Die hat richtig Angst. Kamerascheu. Nein, sie hat jetzt schon Angst vor Thorsten. Ach so. Zum ersten Mal in einem Farbvideo, dass du springst. Das ist echt komisch. Und ich hoffe, Thorsten sagt einfach gar nichts zu meinen Haaren. Ich sag einfach, das war ein Unfall. Das war ein Färbunfall. Wow, sieht das schön aus. Nicht schlecht. Hella, das war Tassias Sattel. Was? Jetzt hilft ihr das? Hilft ihr? Alter, ihr liegt immer noch auf meinem Fuß. Das ist ja voll praktisch, deine Trense und so sind ja auch braun. Ja, mega gut, oder? Passt zum Video zum ersten Mal. Gollum habe ich soweit fertig gemacht. Ich habe mir auch braune Stiefel natürlich angezogen. Und jetzt habe ich mir von einer Freundin aus dem Stall noch diesen wunderschönen Helm ausgeliehen. Der ist auch in braun. Mal sehen, ob er passt. Hattest du nicht selber mal einen braunen Helm? Ja, aber irgendwie habe ich den verloren. Wie kannst du verloren? Keine Ahnung, wo der ist. Aber der sieht auch cool aus. Ja, der ist mega schön. Dazu würde ich wohl auch nicht nein sagen. Jetzt musst du die Schleife rausmachen, die kommt aber gleich wieder rein, oder? Ja, natürlich. Besser ist. Ah! Oh. Tassia, hast du eine Haarbürste oder so? Sehe ich so aus? Nein. Geil. Richtig Volumen in deinen Haaren. Du musst meine Haare nachbearbeiten, dass sie wieder blond aussehen. Nein. Doch. Geht einfach nicht mehr. Tassia, willst du hier nur durchs Bild laufen die ganze Zeit? Hallo, ich dachte halt, dass meine Treppe. Ja, ja, sie wollte auch mal ins YouTube-Video rein. Sie wollte das Video zerstören. Leute! Was ist das? Hey, Hella, du aus deinen Haaren. Das halt ein, irgendwie.
So, ich tue jetzt die Schleife wieder rein. Wundervoll. Und, steht er mir? Ja. Das ist meine Gerte für heute. Was? Die sieht so bescheuert aus. Wow. Wo hast du die her? Aus dem Stall irgendwo her. Keine Ahnung von wem. Ich habe Gollum jetzt ready gemacht und jetzt ziehe ich mir nur noch meine Handschuhe an. Und dann geht's ab aufs Pferd und ein bisschen springen. Ich freue mich mega. Wann warst du das letzte Mal beim Springtraining? Oh, ist schon so lange her. Ich glaube, ich bin seit 3 Wochen nicht mehr mit Gollum gesprungen. Das wird super. Kannst du eben gegenhalten, Tom? Okay. Ja. Ich hoffe, du bist nicht so schwer. Nein. Eins. Mit links. Dankeschön. Ja. Ab in die Hall. Tom und ich kommentieren euch meinen Unterricht jetzt einfach mal. Ja, ich rede einfach mal aus Gollums Sicht und du aus deiner. Okay, ganz normal. Okay, also als allererstes habe ich Gollum oder Tom, ich weiß es auch nicht, versucht aufzuwärmen. Sag bitte nicht Tom, sag Gollum, okay? Okay, also dann ging es auch schon an die ersten Sprünge, nachdem ich ihn aufgewärmt habe. Ja, das war ja noch alles easy peasy lemon squeezy, also diese Höhe, die kann ich auch ohne Training. Da wurde es schon ein bisschen höher. Ja genau, dann ging es über den grünen und jetzt beide zusammen, also den gelben und den grünen. Und nach dem grünen, hier seht ihr es gleich, wow, sollte ich geradeaus weiter auf den blauen noch zu. Das hat sehr schön gepasst, hier seht ihr es nochmal aus einer anderen Perspektive. Und hopp. Das war easy. Das ist doch keine Herausforderung. Und hier ganz viele Sprünge hintereinander, das war schon ein bisschen schwerer. Das war auch echt komisch. Gollum hat da so ein bisschen gezögert. Da muss ich schon ein bisschen so Gas geben, sage ich jetzt mal, damit ich da passend dann durchkomme. Wie oft wollen wir das denn noch machen? Ich bin hier doch schon 10-mal durchgelaufen. Ja, bis es einmal richtig schön ist. Hier kam aber dann auch schon direkt der ganze Parcours. Also mit dem Roten hier ging es weiter. Da kamen wir auch schön ganz passend hin. Besser auf jeden Fall als die Reihe. Die haben wir irgendwie nicht so gut hingekriegt. Ich hab's halt auch einfach drauf. Ja, total. Und dann ging es hier über den grünen und den blauen wieder. Da sollte ich mich dann einfach ganz normal entspannt hinsetzen. Und dann hat das super gepasst. Weil Gollum an dem Tag eh relativ wild drauf. Oh mein Gott, ein Wassergraben. Hilfe. Ja, das war... schon wieder. Oh, Gott sei Dank bin ich drüber. Also, ist so gruselig, über das Wasser zu springen. Ja, also das Wasser war wieder ein bisschen problematisch an diesem Tag. Das werdet ihr gleich noch sehen. Jetzt wurde nämlich alles ein bisschen höher gemacht. Und wir sollten nochmal den gleichen Parcours sozusagen springen. Hier sind wir ein bisschen dicht gekommen, aber das war überhaupt nicht schlimm. Aber gleich werdet ihr das Problem mit dem Wasser sehen. Erstmal ging es hier noch über den Grün und jetzt ist er leider... Oh mein Gott, ein Wassergraben. Ja, dann haben wir den Wassergraben noch ein paar Mal öfters gemacht. Haben wir den auf jeden Fall noch ein paar Mal öfter gemacht und dann war es eigentlich auch, denke ich, drin bei Gollum, dass es wieder nicht schlimm ist. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es daran liegt, dass ich ihm nicht die nötige Sicherheit gegeben habe oder keine Ahnung. Übrigens kamen wir hier gerade ein bisschen sehr weit über dem Ochsen. Naja. Bist du schon mal über einen Wassergraben gesprungen? Weißt du, wie viel Angst einem das macht? Oh mein Gott! Da sind wir super passend hingekommen. Stell dir voll vor, du fällst in den Wassergraben rein. Das wäre mein Gott, ich kann nicht schwimmen. Naja, ja, und das war's dann auch schon. Hier habe ich ihn dann nur noch rauskauen lassen und bin dann noch ein bisschen getrabt. Da war ich sehr zufrieden und mein Trainer hat mich auch gelobt. Endlich ist das Training vorbei. Es hat dir auch Spaß gemacht. Ein bisschen, aber der Wassergraben war echt gruselig. Ja, ja, der Wassergraben ist einfach noch ein Thema für sich. Vielleicht werden wir es irgendwann in unserem Leben hinkriegen, da vernünftig drüber zu springen, ohne Angst zu haben. Es gab schon mal Stunden, wo wir das gut geschafft haben, aber... Ja, es ist jedes Mal ein bisschen schwierig. Jetzt habe ich ihn einfach nur noch rauskauen lassen und bin ihn locker getrabt. Und dann bin ich ihn auch schon trocken geritten. Und dann ging es auch schon ab auf den Platz. Wie war's, Brauner? Brauner. Es war eigentlich ganz gut. Er ist ein paar Mal vor dem Wasser stehen geblieben, was ich halt irgendwie nicht verstanden habe. Aber ansonsten, der letzte Parcours, der war richtig gut. Der mein Springtrainer mich dann auch gelobt. An sich bin ich ganz zufrieden. Vor allen Dingen, weil wir so lange nicht mehr gesprungen sind. Und ich finde, Gollum springt einfach so toll. Und das macht immer richtig viel Spaß. Und jetzt fahren wir einfach wieder ein bisschen öfter hin. Ich sag dir eins, wäre da ein brauner Sprung dabei gewesen, wäre Gollum da direkt sowas von geil drüber gesprungen. Ja. Ist eine Schleife eigentlich da vorne drin? Zeig mal, mal schauen. Ja, die hängt auf 7:30, aber ja. Die kommt jetzt ab, der Arme will die jetzt auch nicht mehr. Wieso? Das Video ist aber doch noch nicht zu Ende, Hella. Ja, aber schau ihn an. Er will das nicht mehr. Was hat er dir gesagt?
Telekommunikation, nein, Spaß. Ja. Ich glaube, er will deine Küsse nicht mehr. Er will das eigentlich. Nein. Er will das nur nicht zugeben, so vor der Kamera. Dein Trainer hat aber gar nichts zu deinem Outfit gesagt, also scheinbar ist es nicht so auffällig. Wo ich mir so denke, hä? Fällt doch auf. Nicht mal zu der Schleife. Nicht mal zu meinen Haaren hat er was gesagt. Aber vielleicht ist braun im Reitsport einfach auch normaler als grün oder pink. Ja, ich meine, die Schabracke hätte ich jetzt auch so benutzt. Und dann dachte er sich so, damit das Outfit gut aussieht, habe ich mich auch braun angezogen. Ja. Aber es ist schon ziemlich auffällig, auch noch mit diesen Haaren. Ja. Also das kann mir halt auch keiner sagen. Aber es war echt richtig gut. Und ich glaube, Gollum ist richtig fertig. Der kann gar nicht mehr, ne? Er ist richtig fertig. Oh. Fertig. Er ist richtig fertig. Dann lad das Pferd mal den nicht braunen Anhänger ein. Das geht eigentlich gar nicht. Gollum, heute müssen wir zurückreiten. Ja, das wär's. Das wär sehr lange. Hör jetzt auf. Braves Pferd, ganz brav. Wir haben die Pferdchen jetzt verladen. Und jetzt fahren wir los. Tschüss. Gollum. Tschüss, Gollum. Hm. Man sieht ihn gar nicht. Gut, wir fahren jetzt los. Hier, dein Helm kannst du übrigens absetzen. Schutz im Auto geht vor. Endlich wieder zurück. Sieht mein Zopf einigermaßen okay aus? Sieht aus wie ein Vogelnest, aber sonst ja. Gar nicht. Hä? Wo ist denn Tassias Pferd hin? Ja, das haben wir schon ausgeladen. Ach so, ich dachte, es wäre rausgesprungen während der Fahrt. Genau, das würde mehr Sinn machen. Der ist jetzt gerade noch auf der Autobahn. Ah, okay. Ja. Komm. Braves Pferd. Es hat mir heute wieder total viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das Video hat euch auch gefallen. Heute mal anders, nicht mit Halsring. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ja, nächste Woche wieder oder am Mittwoch auf unserem zweiten Kanal. Müsst ihr auch einfach mal vorbeischauen. Ich verlinke euch das Video sonst einfach mal in der Infobox. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss! Ciao, Brauner.